Ja, hallo und schönen guten Tag, liebe Funk- und Videofreunde. Ich bin heute Nachmittag hier einmal rausgefahren in die Gemeinde Hattstedt, ein paar Kilometer nördlich von Husum, um mit meinem alten Funkfreund, die J9HV, Karl-Heinz, seine Vertikalantenne im QRP-Betrieb zu testen. Diese Vertikalantenne kommt vollkommen ohne Gegengewicht aus und ist auf einem isolierten Stab montiert, aber Karl-Heinz wird euch die Geschichte noch ein bisschen näher erklären. So, jetzt geht's erstmal ans Aufbauen. Das ist der 5 Meter, jawohl. Wie er hinkommt. Ob zurück. Ja, der alte Feld, ne, kam ganz unter den Tick-Toe. Die kommt aber nicht ganz runter. Ja, das ist natürlich daneben, das ist klar. Das ist halt nicht mehr. Ja, der hat aber 0,2. So, ja, liebe Funkfreunde, neben mir steht Karl-Heinz, DJ9HV, seit vielen Jahren langjähriger Funkamateur und Mitglied im Ortsverband Husum. Karl-Heinz hat hier neben mir seine selbstgebaute 40 Meter Antenne aufgebaut und möchte euch jetzt mal so ein paar Erklärungen geben. Karl-Heinz, erzähl mir doch mal, wie hat sich das verhalten und wie funktioniert deine Antenne hier? Ja, die meisten Vertikalantennen werden ja mit Gegengewicht gefahren oder 5/8. Und die müssen ja auch noch ein gewisses Gegengewicht haben. Und wenn man portabel eine freien Feldmark ist, dann ist das immer ein Problem, ein genügend gutes Erdsystem zu bekommen. Und deshalb ist diese Antenne als Lambda-Halbe-System aufgebaut. Untere Teil ist praktisch ein Teil der Kapazität und oben die Peitsche ist der zweite Teil und hier ist die Spule. Und da der obere Teil länger ist, ist der kalte Punkt der Spule natürlich im oberen Teil. Und den muss man kann man mit Hilfe eines Kritttippers leicht feststellen. Und da werden die Kuppelwinde, die
Koppelwindungen angelegt. Diese Koppelwindung besteht aus zwei Windungen und mit einem kleinen C in Reihe geschaltet, um die Blindinduktivität zu kompensieren. Und dann ist das ganze System auf 40 Meter abgestimmt. Und hier an der Seite sind zwei Platinenteile, die gegeneinander verschiebbar sind. Und ein Platinenteil ist mit dem oberen Teil der Spule verbunden, das andere mit dem unteren Teil. Und durch Verschieben dieser beiden Platten kann man die Kapazität natürlich verändern und damit auch die Antenne abstimmen. Das ist so in groben Zügen das A und O dieser Antenne. Das Rohr unter der Spule ist ein Aluminiumrohr von 30-35 mm Durchmesser. So genau weiß ich das nicht. Und das obere ist eine 5 Meter Angelrute. Und außen an der Angelrute läuft ein flexibler Draht bis zur Spitze. Und unten ist kein Draht erforderlich, denn das Alurohr ist ja selber leitfähig. Ich habe sie über mehrere Jahre im Feldversuch ausprobiert und mit QRP. Und ich muss sagen, die Versuche waren sehr zufriedenstellend. Die Rapporte hier europaweit, auch am Tage und nur am Tage wurde sie ausprobiert, lagen alle so zwischen S5, S9, aber nie unter S5. Ja, recht schön. Danke, Heinz. Das war also schon mal recht interessant. Ja, Karl-Heinz, erzähl doch mal unseren Zuschauern, wie die Spule hier aufgebaut ist. Der Spulenkörper besteht aus 10 mm starkem Plexiglas und der Spulendurchmesser dieser ist etwas kleiner, ich habe ihn sonst 15 cm. Und seitlich hat die Spule auch noch ein paar Plexiglasstützen, weil damit die einzelnen Windungen etwas besser fixiert sind. Und was von Bedeutung ist, ist auch der möglichst große Windungsabstand. Damit also die Güte der Spule also relativ hoch ist. Ja, dadurch vermeidet oder verringert man ganz beträchtlich die Windungskapazität und die Güte der Spule wird dadurch sehr hoch. Ja, wenn ich das also so sehe, du hast hier also ein Kupferlackdraht verwendet, ist das ungefähr 1,5 mm? 1,5 Quadrat. Ja. Aber die Stärke... Da kann man auch ruhig etwas stärker nehmen, bloß um den hier durch die Löcher zu fehlen. Bei dem Spulenkörper ist ein dünnerer Draht etwas günstiger als ein dickerer. Ja, lässt sich wahrscheinlich ein bisschen leichter aufbauen. Wie ist das mit der Windungszahl? Wie viele Windungen hast du insgesamt hier für die Antenne? Das ungefähr? Kann ich im Moment gar nicht genau sagen. Sie dürften so bei 23, 24 Windungen sein. Ja, und deine Einkopplung besteht hier also aus zwei Windungen. Aus zwei Windungen. Mit einer Serienkapazität. Ja. Damit also die Induktivität dieser Spule kompensiert wird. Genau so ist es. So, und diese Einkoppelspule, die befindet sich also im oberen Drittel der gesamten Verlängerungsspule. Das heißt also elektrisch gesehen ist die Mitte aus der elektrische Mitte aus der Spule, aus der mechanischen Länge, aus der Mitte herausgerechnet nach oben. Ja, und zwar ist das ganz einfach festzustellen, die Antenne fix und fertig montieren und dann mit einem Grid-Dipper etwas Leistung draufgeben und dann kann man sofort am Grid-Dipper erkennen, wenn man mit dem Finger die einzelnen Spulenwindungen berührt, dann kann man sehen, da wo der Grid-Dipper oder der Grid-Dipper nicht reagiert, da ist der kalte Punkt der Spule. Ja, recht schönen Dank, das war eigentlich also recht informativ und ich hoffe, dass das also für einen Nachbau reicht. Weitere Informationen, wenn erforderlich sind, schreibt mich bitte an und ich leite das dann weiter. Schwede, SM4 AWF. Das ist ziemlich langsam. Hemmen.
Leider hat uns momentan der Wettergott also einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es fängt hier fürchterlich an zu regnen und das sind natürlich keine idealen Voraussetzungen und Bedingungen, um also irgendwelche Filmaufnahmen oder QRP-Betrieb zu machen. Trotzdem hat es Spaß gemacht. Karl-Heinz, recht schönen Dank für deine Mühe und liebe Funkfreunde, wir sehen uns.